Also, welche Ruhe die Kamele ausstrahlen. Das fasziniert mich. Und ich bin sofort verliebt. So ging es auch Claudia Fröhlich. Eigentlich ist sie ja Automechanikerin. Ihr Herz aber gehört den Tieren. Und jetzt hat sie 5 Kamele im Schönbuch. Das ist der Balu, mein ältestes Kamel, mein Opa. Der Opa ist mein das. Opa. Und der Opa hat hier die Füße hochgeklappt, weil ihm zu kalt ist, oder? Nein, eigentlich nicht. Kamele klappen die Füße hier hinten immer so hoch, wenn es denen zu warm ist. Echt? Das heißt, wenn er jetzt, bei ihm ist es jetzt so, hier unten kommt jetzt Luft hin und da kann der sich kühlen. Ja, die halten mit dieser Wolle, die sie jetzt haben, auch bis minus 40 Grad aus. Hui! Ja, dann gefällt es denen hier im schönen Buch, oder? Ja. Minus 40 hat es hier ja nie. Ja, genau. Claudia Fröhlich hat sich mit dieser Kamelfarm einen Traum erfüllt. Woher haben Sie denn Ihre Kamele überhaupt? Ich habe jetzt meine Kamele, die sind ja alle aus schlechter Haltung, aus dem Zirkus. Die waren nicht mehr handelbar. Also sie waren alle bissig und trittig. Mhm. Und dann ist das natürlich für den Zirkus, wenn die dann so weit sind, dass die mit denen nicht mehr umgehen können, dann werden die verkauft. Und dann habe ich aber trotzdem gesagt, nein, ich nehme die, die taten mir leid, und habe sie halt trotzdem genommen und habe dann angefangen, mit denen zu arbeiten. Aber dann kann man schon sagen, dass Sie die praktisch gerettet haben, oder? Also, dass ja, es denen jetzt wieder so gut geht, ja, ich denk, das haben schon, Sie Ihnen zu verdanken. Ja, ich denke schon. Mhm. Also Ihnen wird es jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mehr geben. Er war in einem ganz, ganz schlechten Ernährungszustand. Er hatte auch einen vereiterten Zahn. Und Herr Zaber wurde jetzt eigentlich auch verkauft. Wie gesagt, er ist ja auch so ein Zirkustier. Er wurde eigentlich verkauft, weil er die Reiter immer runtergeschmissen hat. Und da haben sie noch gesagt, ja, und wenn er das macht, dann haut drauf und haut drauf, dann wird er schon aufhören. Haut drauf, im Ernst? Wirklich immer also draufhauen. Mit dem Stock einfach? Mit der Gerte. Immer draufhauen, bis er aufhört. Und man muss ja immer ein bisschen überlegen, wenn ein Tier sowas macht, warum das Tier denn sowas macht. Es gibt ja immer Gründe. Bei Zabo war es eigentlich ganz einfach. Wenn man bei den Kamelen hier hinten zwischendrin mal reinlangt, dann merkt man erst mal, wie knochig das eigentlich ist. Oh, ja. Da ist die Wirbelsäule. Ja. Und dann habe ich ein Polster und einen anderen Sattel drauf. Und seitdem ist es jetzt mein bestes Reitkamel. Der hat es seitdem nie wieder gemacht. Mit viel Liebe und Geduld hat Claudia die Kamele beruhigt und ihr Vertrauen wieder gewonnen. Das hat lange gedauert. Insgesamt 8 Jahre. Du hast so richtig schöne so Sempelfranzen. Hm? Ja. Haben Sie die geschnitten, Frau Fröhlich? Nicht? Nein, das sieht aus, als nicht. Ob Sie den frisiert hätten. Ja, nee. So sieht es noch ein bisschen punkiger aus. Jetzt sagt er aus, Hallo. Das ist immer die, wir haben heute noch nicht Hallo zueinander gesagt. Das ist immer die Kontaktaufnahme vom Kamel zum Menschen, dass die mit der Nase so ein bisschen ins Gesicht gehen. Muss man natürlich nicht mögen. Muss man mögen. Aber wenn man sie immer wegschickt, dann nehmen sie auch keinen Kontakt mehr irgendwann auf, weil sie dann sich auch denken, ja, du, mach ich nicht mehr. Die mögen mich ja alle nicht. Und sind das auch so Kuscheltiere? Also können sie sich auch da dazusetzen und einfach mal so ein bisschen... Ja, könnte man. Ja, wir könnten da jetzt auch wirklich einfach mal so... Da so hin und das geht alles. Also man kann wirklich so richtig schön reinkuscheln. Und was ist mit mir? Darf ich auch kuscheln? So. Es guckt aber schon ein bisschen, ne? Nö, überhaupt nicht. Nee? Ist alles gut. Balu weiß also, dass ihm nichts mehr passiert. Mhm. Dass er bei Claudia in Sicherheit ist. Das ist total entspannend, oder? Ja. Das finde ich das, was die Arbeit mit den Kamelen eigentlich auch ausmacht. Dass es so ruhig ist. Ja, also das ist einfach das Schöne, dass es einfach alles so stressfrei ist. Und wenn die Unterlippe so wackelt, dann ist Balu so richtig entspannt. Und ich bin es auch neben Balu. Für mich ist es ein wirklich berührendes Erlebnis, mit einer Karawane durch den Schönbuch zu ziehen.